Seit über 50 Jahren ist Uschi Glas bereits als Schauspielerin tätig. Mit dem Film Winnetou und das Halbblut Apanachi begann ihre Karriere 1966. Mittlerweile ist sie eine der berühmtesten deutschen Schauspielerinnen. Wie sie zur Grande Dame wurde, zeigen wir euch jetzt. Uschi Glas wurde am 2. März 1944 in Landau als Helga Ursula Glas geboren. Bevor sie berühmt wurde, hatte sie als Sekretärin für eine Münchner Anwaltskanzlei gearbeitet. Im Showgeschäft fasste Uschi Glas schnell Fuß. Am Anfang ihrer Karriere sah sie so aus. Jung, hübsch und modisch, eben ganz im Stil der 60er Jahre. Sie war erst knapp über 20 Jahre, als sie 1966 die Hauptrolle der Apanachi im Karl-May-Film bekam. Größere Bekanntheit erlangte sie erst 1968 durch Zur Sache, Schätzchen. Als Barbara legte sie im Film sogar einen Striptease hin. Eine legendäre Szene für die damalige Zeit. Damit hat sie gezeigt, dass sie auch ziemlich sexy sein kann. Hier ist sie auf einem Schnappschuss von 1965 mit langen und helleren Haaren und einem lasziven Blick zu sehen. Damals war sie Teil der wilden 68er-Bewegung, bald wandte sie sich politisch aber der konservativen Richtung zu. Uschi spielte oft an der Seite von Roy Black, wie hier im Jahr 1969. Später widmete sie sich zunehmend Fernsehserien. So stand sie in den 70er und 80er Jahren beispielsweise für die Serien Der Kommissar und Unsere schönsten Jahre vor der Kamera. Neben ihrer erfolgreichen Schauspielkarriere versuchte sich Uschi Glas in den 70ern auch als Sängerin und nahm das Schlageralbum Wenn dein Herz brennt auf. Man könnte meinen, es gibt fast nichts, das Uschi Glas nicht gemacht hat. Als Drehbuchautorin probierte die Münchnerin nämlich auch ihr Glück. Sie schrieb die Drehbücher für die RTL-Filmreihe Tierärztin Christine, in denen sie in den 90ern selbst als Schauspielerin mitwirkte. Ein interessanter Fakt ist, dass ihre Tochter Julia als Kind neben ihrer berühmten Mama in der Fernsehreihe mitspielte. Rein äußerlich hat sich Uschi kaum verändert. Die braunen Haare, die sie früher trug, wurden mit der Zeit zwar immer heller, doch dem Kurzhaarschnitt blieb sie lange treu. Ende der 90er sah Uschi so aus. Die lockigen Haare hatte sie auch vorher schon, lediglich das Styling hat sich zum Jahrzehnt davor verändert. Heute ist sie nach wie vor eine wunderschöne Frau, die ihre Arbeit zu lieben scheint. Sie ist immer noch eine erfolgreiche Schauspielerin. Uschi war in allen drei Teilen von Fuck You Goethe mit dabei, stand 2020 für Max und die wilde Sieben vor der Kamera und übernahm 2022 eine Rolle in der Krimiserie Balko. Ihre Verwandlung von Apanachi zu Grande Dame ist einfach unglaublich. In ihrem Leben hat sie schon wirklich viel geleistet.